Ein Einbruch in die Wohnung, ins Haus oder in Geschäftsräume. Das ist für die Opfer ein echter Albtraum. Der Unternehmer Georgios Pamboukis erlebt genauso einen Schockmoment. Die Täter brechen in sein Büro ein, knacken diesen Tresor und stehlen viele Wertgegenstände und wichtige Unterlagen. Dabei fühlt sich Herr Pamboukis mit dem damaligen Einbruchschutz im Büro vollkommen sicher. Aber es war dann tatsächlich so, die sind hier reingekommen, trotz Sicherheitsschließanlage und haben dann hier bei mir im Möbeltresor quasi oder den Möbeltresor aufgebrochen und Bargeld und wertvolle Inhalte, Autoschlüssel, solche Dinge dann geklaut. Und ja, das war einfach ein sehr, sehr schlimmes Gefühl, weil man hatte so das Gefühl, jemand ist quasi in die Intimsphäre eingebrochen, ne? Weil es ging ja halt auch um Sachen, die man aus Datenschutzgründen im Tresor aufbewahrt. Der 53-Jährige hat sogar noch Glück im Unglück. Im Tresor befinden sich nämlich auch zwei Autoschlüssel für zwei hochwertige Firmenfahrzeuge. Diese hat er als Wertanlage in der Garage untergestellt. Die Schlüssel werden zwar gestohlen, die Einbrecher rechnen aber offenbar nicht damit, dass sich die Autos in der Garage direkt neben dem Büro befinden. So bleiben die Fahrzeuge unentdeckt. Der Gesamtschaden ist dennoch hoch. Die Beschädigungen an sich, wenn man jetzt Schranktüren, Tresor und so weiter angeht, das geht in den unteren fünfstelligen Bereich, also so circa 10.000 bis 12.000 Euro waren die Sachschäden. Und Inhalt des Tresores waren auch fast noch mal so viel. Also wir reden von einem Gesamtschaden von ungefähr 20.000 bis 25.000 Euro. Was dann noch das Ärgerliche war, die Autoschlüssel, die entwendet wurden. Man musste hier Schließanlagen der Fahrzeuge ändern. Ruhig schlafen kann er nach diesem Schock nicht mehr. Sein Glauben an die bisherige Alarmanlage und den Einbruchschutz ist erschüttert. Pamboukis sieht sich nach Alternativen um. Was für mich damals das Kriterium war, wir wollten keine großen Umbaumaßnahmen mit Verkabelung und aufwendiger Montage, sondern uns war an einem System gelegen, was sich relativ schnell installieren lässt. Weil zu dem Zeitpunkt kam noch dazu, dass ich kurze Zeit später in den Urlaub fahren wollte und dann hätte ich das nicht aus dem Kopf rausgekriegt. Hier war ein Einbruch und ich gehe jetzt in Urlaub. Ich wollte also schnellstmöglich und hocheffektiv ein Sicherheitssystem installieren. Von einem Geschäftspartner wird ihm ein völlig anderes System empfohlen. Einbruchschutz mit Infraschalltechnik. Das funktioniert verblüffend einfach. Jedes gewaltsame Eindringen in ein Objekt löst Schallwellen aus. Diese werden vom scharf geschalteten System erkannt und der Alarm ausgelöst. Die Firma Suritec aus Filderstadt in der Nähe von Stuttgart stellt genau diese Systeme zum Frühwarnschutz gegen Einbrecher her. Vor 4 Jahren setzt Geschäftsführer Jonathan Freude mit seiner Geschäftspartnerin Vanessa Hepting die Idee in die Tat um. Und die Idee dahinter war, dieses einzufangen, in ein kleines Gehäuse zu verpacken und private Haushalte damit zu sichern. Wir kommen aus dem Bereich der Sicherheitstechnik und wir kommen auch aus dem Bereich des Vertriebs und deswegen war es für uns ein sehr spannendes Thema, diese innovative Technologie zusammen mit herkömmlicher Technologie zu paaren und private Haushalte und kleine Gewerbebetriebe damit abzusichern. Bei herkömmlichen Alarmsystemen wie zum Beispiel Bewegungsmeldern funken bis zu 30 Sensoren jeweils bis zu 30 Mal pro Sekunde Signale an eine zentrale Einheit. Das produziert sehr viel Strahlung und hat einen entscheidenden Nachteil. Der Alarm wird erst ausgelöst, wenn die Täter bereits im Haus sind. Sie haben also bis zum Eintreffen der Polizei mehrere Minuten Zeit für eine Durchsuchung. Anders beim System von Suritec, das den Namen Fred trägt. Und zwar muss man sich so vorstellen, Fred ist nicht anderes als ein hochsensibles Messinstrument. Wie eine Waage, wenn ich mich draufstelle, zeigt es mein Gewicht an. Fred hört in den Raum rein. Das heißt, Fred strahlt keinerlei Signale aus, sondern hört nur auf die Schallwellen, die auf ihn treffen. Durch einen speziellen Algorithmus ist Fred in der Lage, einen Einbruchsversuch an einem Fenster als spezifische Schallwelle festzustellen und dann als Alarm zu detektieren bzw. als Einbruch zu detektieren und dadurch Alarm auszulösen. Eine einzige Messstation ist dabei ausreichend für eine Fläche von bis zu 1000 Quadratmetern. Auch über mehrere Stockwerke.
vom Keller bis zum Dach. Zusätzlich gibt es als Zubehör zur Abschreckung noch eine Außensirene sowie für die noch leichtere Bedienung einen Handsender. Überhaupt ist Kunde Georgios Pamboukis sehr angetan von der Kombination. Erstens, Installationsaufwand gleich null, Gerät in die Steckdose. Zweitens, die Technologie hat mich begeistert. Mir ist vollkommen klar, dass das System genau da ansetzt, wo ich es eigentlich auch gerne haben will. Nämlich bevor der Einbrecher ins Gebäude oder in die Räume kommt, dass dann schon das System den Alarm auslöst durch eben Messung von Druck, der sich durch den Einbruch, durch Schlagen, durch Türe öffnen, entsprechend halt sofort den Alarm auslöst. Bei einem scharf geschalteten Alarm sollten alle Türen und Fenster fest verschlossen sein. Ein durch Durchzug verursachtes lautes Zuknallen würde sonst einen Fehlalarm auslösen. Das Schließen von Türen und Fenstern ist bei Verlassen des Hauses aber sowieso eine Selbstverständlichkeit und Grundvoraussetzung für einen wirkungsvollen Einbruchschutz. Bei der Herstellung der Geräte setzt das Unternehmen auf Regionalität sowie höchste Qualität und produziert in einer Manufaktur im Schwarzwald. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir das Produkt Made in Germany produzieren wollen. Das heißt, wir stehen zum Standort Deutschland. Und es war gar nicht so leicht, ein anderes Unternehmen dafür zu gewinnen, tatsächlich hier am Standort Deutschland auch wirklich zu produzieren. Was dann zur Folge hatte, dass wir es selber machen mussten. Somit haben wir die Firma Suritech Systems gegründet und machen von der Produktion über den Vertrieb alles selber, Entwicklung, alles aus einer Hand. Die Firma aus Baden-Württemberg hat noch viel vor, denn der Infraschall-Einbruchschutz ist nicht nur einfach zu installieren, sondern auch für fast alle Wohn- und Geschäftsobjekte einsetzbar. Grundsätzlich kann man für die Zukunftsplanung sagen, dass wir den Markt Deutschland, Österreich und die Schweiz, das heißt den deutschsprachigen Markt selber bedienen, aber gerade groß ins Ausland expandieren, denn auch dort wird natürlich die Marke Suritech und Made in Germany ganz groß geschrieben. Und wir merken es auch immer wieder, wenn wir im Ausland sind, was für einen hohen Stellenwert es dann doch dort hat. Georgios Pamboukis jedenfalls ist sich sicher, mit der Infraschalltechnik den richtigen Weg gegangen zu sein. Nach dem Schock des Einbruchs und wochenlanger Unsicherheit kann er endlich wieder ruhig schlafen. Nur noch schnell vorher scharf stellen. Ja, die Aktivierung von Fred ist sehr, sehr einfach. Ich habe entweder die Möglichkeit, über einen Code das Gerät zu aktivieren oder noch einfacher über die Fernbedienung. Rot heißt scharf, grün entschärfen. Ich drücke hier auf die rote Taste und dann läuft der Countdown runter. Und innerhalb dessen, in der Zeit, muss ich halt das Gebäude oder die Räumlichkeiten dann verlassen haben, um eben dann keinen Alarm auszulösen. Aufwendige und teure Schließsysteme und Tresore sind anfällig bei roher Gewalt. Der moderne Infraschall-Einbruchschutz scheint eine gute Alternative für die Sicherung von Gebäuden zu sein.